Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke für das hohe Interesse. Es freut uns, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und ich bitte um Verständnis, dass wir wegen Covid und den neuen strengeren Maßnahmen und dem großen Andrang ein bisschen streng sein müssen. Ich hoffe, es passt trotzdem. Ich bitte nach wie vor die Kolleginnen und Kollegen, die vorne stehen, im Nichtabstand von einem Meter die Maske aufzubehalten. Und die Kolleginnen, die sitzen im 1 Meter Abstand, die können die Maske runternehmen. Was ich noch sagen möchte, falls Kamerateams es Ihnen zu eng wird, Sie könnten auch oben in der Tribüne filmen. Wir haben dafür Platz geschafft. Man muss nur rausgehen, einen Stock höher, und da ist die Tribüne da hinten. Für WLAN kann man sich einklinken. Wer das noch nicht gemacht hat, 752820 ist der Code. Da kann man sich im Grand Hotel Wien einklinken und ist im WLAN. So, ich bin die Lydia Ninz, gelernte Journalistin und im Verbraucherschutzverein zuständig für Medienarbeit. Ich darf diese heutige Pressekonferenz moderieren und fange damit an, unsere Gesprächspartner, Ihre Gesprächspartner kurz vorzustellen. Ganz draußen Dr. Peter Kolber. Er ist Obmann und Gründer des Verbraucherschutzvereins. Dr. Kolber ist seit mehr als 30 Jahren im Verbraucherschutz tätig und nicht nur in Österreich, sondern auch über die Landesgrenzen. Hoppla, passt trotzdem. Auch über die Landesgrenzen bekannt. Neben ihm Dr. Alexander Klauser, Rechtsanwalt und Partner der Brauneis Klauser Brendel Rechtsanwälte GmbH und Vertrauensanwalt des Verbraucherschutzvereins. Dr. Klauser ist seit über 20 Jahren in Sachen Verbraucherschutz spezialisiert. Dr. Kolber und Dr. Klauser haben gemeinsam vor über 20 Jahren die Sammelklage nach österreichischem Recht entwickelt und erfunden. In unserer Mitte haben wir Dr. Sebastian Reinfeld. Er ist Politwissenschaftler mit Schwerpunkt Österreich, derzeit Journalist und Blogger, und seit März widmet er seinen Blog Semiosis durchgehend und investigativ der Causa Ischgl. Sein Buch mit dem Titel Alles richtig gemacht? Fragezeichen. Ischgl und die Folgen wird im Oktober erscheinen. Jetzt genug der Einführung. Bitte, Dr. Peter Kolber, the floor is yours. Ja, danke schön. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und Ihnen ganz kurz sagen, was der Verbraucherschutzverein, was den Verbraucherschutzverein vielleicht von anderen Konsumentenschützern unterscheidet. Das eine ist, dass wir über die Grenzen tätig werden. Das heißt, wir setzen uns ein für Verbraucher in Österreich, Deutschland, ja in der ganzen Welt. Das zweite ist, dass wir versuchen, uns von unseren Mitgliedern zu finanzieren. Wir wollen kein staatliches Geld nehmen. Das ist auch wesentlich, denn der Staat würde nicht Klagen gegen sich selbst finanzieren. Und der dritte Punkt ist, dass wir Verbraucher ein wenig weiter sehen und auch sagen, auch Klein- und Mittelbetriebe, auch Ein-Personen-Unternehmen können in einem strukturellen Unterlegenheitsverhältnis zu einem Konzern oder zu einem Staat sein, wo sie ebenfalls unseren Schutz bekommen. Aus dieser Grundhaltung heraus haben wir uns Mitte März entschlossen, für geschädigte Touristen aus aller Welt anzutreten, die in Tirol Skiurlaub gemacht haben und die über weite Strecken
infiziert mit Covid-19 in ihre Heimatstaaten zurückgekehrt sind. Der Anlass für unsere heutige Pressekonferenz ist, dass wir 4 Musterprozesse eingebracht haben. Musterprozesse, wo einzelne Personen, die schwere Schäden erlitten haben, die Republik Österreich auf Amtshaftung, also auf Schadenersatz klagen. Das mit unserer Unterstützung, mit unserem Vertrauensanwalt Dr. Klauser, mit Deckung durch Rechtsschutzversicherungen und auch mit Unterstützung des Verbraucherschutzvereins. Unser Ziel ist es, rasch eine Aufklärung herbeizuführen. Wir hatten gehofft, dass das durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck, bei der wir bereits am 24. März eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht haben, schon effizient gemacht werde. Dem war nicht so. Wir müssen sagen, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck bis heute offensichtlich nur Papiere eingesammelt hat. 6 Monate nach den Ereignissen hat man bislang niemanden vernommen. Und zu guter Letzt hat man uns auch, zumindest offenbar vorübergehend, die Akteneinsicht verwehrt, den Geschädigten nämlich die Akteneinsicht verwehrt, was ich für verwerflich halte, denn die Geschädigten brauchen diese Akteneinsicht, um erfolgreich zivilrechtliche Ansprüche einklagen zu können, wie etwa hier in diesen Musterklagen. Es haben sich, als wir Mitte März aufgerufen haben, dass uns Touristen ihre Erfahrungen aus ihrem Skiurlaub in Tirol mitteilen mögen, zu unserer eigenen Überraschung 6.000 Personen aus der ganzen Welt gemeldet. Aus 45 Staaten waren Menschen in Tirol, insbesondere in Istrien, Skifahren. Von diesen 6.000 Personen sind 80% inzwischen Covid-positiv getestet worden. Die haben sich in Tirol angesteckt und haben das Virus letztendlich in ihre Heimatstaaten transportiert. Von diesen 6.000 Personen haben über 1.000 Personen den Verbraucherschutzverein bevollmächtigt, ihre rechtlichen Interessen zu vertreten. Das tun wir einerseits, indem wir das Strafverfahren betreuen. Das tun wir aber insbesondere damit, dass wir nun mit diesen Musterprozessen beginnen, eine zivilrechtliche Aufarbeitung voranzutreiben. Und das tun wir, indem wir für die große Masse derer, die da geschädigt wurden, versuchen werden, eine Sammelklage nach österreichischem Recht, eine oder mehrere, zu organisieren. Wobei das Wesentliche dabei ist, einen Prozessfinanzierer zu finden, der das Kostenrisiko übernimmt und dafür eine bestimmte Erfolgsprovision bekommt, sodass die Geschädigten ohne ein Kostenrisiko klagen können. Aus der Kommunikation mit den Geschädigten weiß ich, dass die sich nicht gemeldet haben und gefragt haben, wie viel Geld kriege ich, sondern die haben uns mitgeteilt, dass sie sehr, sehr empört darüber sind, dass in Tirol niemand eingesehen hat, dass Fehler gemacht wurden. Sie kennen alle, denke ich, und es ist auf YouTube verfügbar, ein Interview mit dem Landessanitätsdirektor in Tirol, gemacht irgendwann im März, wo er innerhalb von 10 Minuten 11-mal den Satz wiederholt, wir haben alles richtig gemacht. Und jeder, der vor Ort war und erlebt hat, was dort passiert ist, kann darüber nur empört sein. An dieser Haltung hat sich bis jetzt in Wahrheit nicht sehr viel geändert. Der Landeshauptmann Platter spricht jetzt davon, ganz poetisch, man kann ein Buch nicht von hinten lesen, aber wir werden das jetzt noch sehen. Es ginge nicht darum, Erfahrungen zu sammeln, sondern man kann an einem ganz konkreten Beispiel, wir liefern es Ihnen gleich, zeigen, dass man
entweder innerhalb von einer Woche dümmer geworden ist, oder, das glaube ich nämlich nicht, oder dass die Tourismusindustrie massiv Einfluss genommen hat auf behördliche Entscheidungen mit dem Ziel, länger noch Saison und offen zu haben. Bei den staatsanwaltschaftlichen Fragen ist es so, dass wir jetzt hoffen, dass wir wieder Akteneinsicht bekommen werden. Aber ich habe es schon gesagt, wir beginnen heute oder haben gestern begonnen mit der Einbringung der ersten Klagen. Das sind nur die ersten Klagen, es werden weitere folgen. Eine Aufklärung in Wien herbeizuführen, beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, indem wir Schadenersatzansprüche einklagen und als Vorfrage der Richter natürlich sich mit den Fehlern sowohl in Tirol als auch auf Bundesebene auseinandersetzen wird müssen. Ich bitte den Dr. Klauser, unseren Anwalt, Ihnen näher darzustellen, welche Klagen wir heute oder gestern eingebracht haben. Danke vielmals. Ich habe im Auftrag des Verbraucherschutzvereins und vorerst von 4 geschädigten Personen beziehungsweise in einem tragischen Fall von den Hinterbliebenen eines verstorbenen Geschädigten gestern 4 erste Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich eingebracht, und zwar beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Ich möchte eines vorausschicken. Wir sind nicht sofort zu Gericht gegangen, sondern wir haben die Aufforderung an die Republik Österreich als die für das Gesundheitswesen in Gesetzgebung und Vollziehung zuständige Gebietskörperschaft. Wir haben an die Republik Österreich zuhanden der Finanzprokuratur zunächst bereits Ende Juni einen Brief gerichtet, haben die bisherigen Fakten der Finanzprokuratur dargelegt und haben die zum damaligen Zeitpunkt 750 Geschädigten, die sich beim Verbraucherschutzverein zu diesem Zeitpunkt bereits entschlossen hatten, ihre Ansprüche geltend zu machen, der Finanzprokuratur bekannt gegeben. Wir haben die Prokuratur darum gebeten, mit dem Verbraucherschutzverein in außergerichtliche Verhandlungen zu treten, um nach Möglichkeit eine gütliche Einigung, eine Entschuldigung, die Übernahme von Verantwortung und auch die Bezahlung von Schadenersatz ohne Gerichtshilfe zu erreichen. Die Finanzprokuratur hat auf diesen Brief sehr schnell reagiert, aber sie hat gesagt, die Ansprüche der einzelnen Geschädigten, die wir sehr kursorisch zusammengefasst haben, wären im Einzelnen nicht konkret genug. Daraufhin haben wir eine Musterklage im Entwurf erstellt und wenige Wochen später der Finanzprokuratur übersandt. Die Finanzprokuratur hat auch hier wieder sehr rasch reagiert, aber sie hat gesagt, wir antworten darauf erst in 3 Monaten. Das heißt, um rasch für die Geschädigten, die teilweise noch immer erkrankt sind und unter den Folgen leiden, um rasch für die Geschädigten etwas zu erreichen, haben wir uns nun entschlossen, die ersten gerichtlichen Klagen einzubringen. 4 Klagen habe ich gestern bei Gericht überreicht. In einem Fall handelt es sich um die Klage der Hinterbliebenen eines Opfers, das an den Folgen seiner Covid-19-Infektion leider nach seiner Rückkehr in seinen Heimatort verstorben ist. 2 weitere Fälle, dabei handelt es sich um deutsche Staatsbürger, sind so schwer erkrankt, dass sie teilweise heute noch in Behandlung sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit an schweren Dauerfolgen zu leiden haben werden. Ein 4. Fall ist zum Glück relativ leicht, aber nach dem heutigen Stand der Wissenschaft muss man auch bei leichten Fällen unter Umständen noch nach langer Zeit mit dem Auftreten von Spätfolgen rechnen. Daher sind die Klagen auf folgende Ziele gerichtet. Wie gesagt, primär wollen die Geschädigten bzw. ihre Hinterbliebenen, dass die österreichischen Behörden
die sich beim Management des Auftretens von Covid-19 in Tirol Fehler und Versäumnisse zu Schulden kommen ließen, bei den Geschädigten entschuldigen. Das kann man auf dem Rechtsweg freilich nicht erreichen. Auf dem Rechtsweg zielen wir ab, Schadenersatz für die Geschädigten zu erreichen, im Wesentlichen Schmerzensgeld, in Fällen, in denen es zu Einkommensverlusten gekommen ist, auch Verdienstentgang, Therapiekosten, Transportkosten und weil in jedem einzelnen Fall nach dem heutigen Stand der Wissenschaft mit Spät- und Dauerfolgen zu rechnen ist, auch ein sogenanntes Feststellungsbegehren gerichtet auf die Haftung für künftige Schäden. Wie werden diese Klagen finanziert? Einen Zivilprozess zu führen ist gerade in Österreich teuer. Die Gerichtsgebühren sind hoch. Man muss bei einem Prozess dieser Art mit Zeugen und mit Sachverständigengebühren rechnen. Das ist oft die größte Kostenposition bei einem Zivilprozess. Und jeder Zivilprozess birgt das Risiko, wenn man den Prozess am Ende womöglich doch verlieren sollte, dass man in diesem Fall nicht nur die auf der eigenen Seite angefallenen Gerichts- und Rechtsanwaltskosten und Sachverständigengebühren zahlen muss, sondern man muss als Kläger in einem Zivilprozess der Gegenseite in diesem Fall auch deren Rechtsanwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten ersetzen. Dieses Kostenrisiko ist bei einem Streitwert von beispielsweise 100.000 Euro beträchtlich. Das kann in die Gegend 50.000, 60.000 Euro oder sogar mehr gehen. Es hängt nämlich davon ab, wie langwierig, wie aufwendig der Prozess ist. Wir haben die Klagen, die wir gestern eingebracht haben, zum Glück mit Rechtsschutzdeckungen einbringen können. Es gibt Rechtsschutzversicherungen, also viele Geschädigte haben Rechtsschutzversicherungen und einzelne Rechtsschutzversicherer in Deutschland und einzelne auch in Österreich haben für die Klagen, die wir der Rechtsschutzversicherung vorab im Entwurf geschickt hatten, die Kostendeckung bestätigt. Das heißt, diese Geschädigten können ohne Kostenrisiko prozessieren. Leider gibt es gerade in Österreich einige Rechtsschutzversicherer, die, obwohl eine aufrechte Versicherungsdeckung besteht, für den konkreten Fall die Kostenübernahme verweigern. Diese Versicherer berufen sich auf eine Ausschlussklausel für Pandemiefälle, die für hoheitliches Handeln in Pandemiefällen keine Kostendeckung zusagt. Wir werfen aber den Behörden ja nicht hoheitliches Handeln vor, sondern gerade das Gegenteil, nämlich die Unterlassung der gebotenen Erhebungen und Maßnahmen. Wir denken daher, dass diese Ausschlussklausel, auf die sich manche Rechtsschutzversicherer berufen, nicht gerechtfertigt ist. Aber es gibt zahlreiche Geschädigte, die haben keine Rechtsschutzversicherung. Das ist sogar die Mehrzahl der Geschädigten. Und für diese Geschädigten versucht der Verbraucherschutzverein, eine sogenannte Prozesskostenfinanzierung durch eine gewerbliche Prozesskostenfinanzierungsgesellschaft zu erreichen. Das Modell Prozesskostenfinanzierung funktioniert so ähnlich wie eine Rechtsschutzversicherung im Nachhinein. Der gewerbliche Prozesskostenfinanzierer übernimmt die auf Klägerseite anfallenden Kosten, also Gerichtskosten, Sachverständigenkosten, Rechtsanwaltsgebühren und übernimmt zusätzlich das Risiko im Fall eines Misserfolges, falls man mit der Klage unterliegt, auch die gegnerischen Kosten zu ersetzen. Was verlangt ein Prozessfinanzierer für dieses Kostenrisiko? Er verlangt dafür, dass im Erfolgsfall ein gewisser prozentueller Anteil des Nettoerlöses an den Prozessfinanzierer abzuführen ist. Wir sind derzeit in Verhandlungen mit mehreren Prozessfinanzierern. Die Bandbreiten für diese sogenannte Erlös- oder Erfolgsbeteiligung bewegen sich nach unserer Erfahrung zwischen 20%, 33%, 35%, 37%. Ja, auf diese Weise sollte es möglich sein, dass alle Geschädigten, die sich beim Verbraucherschutzverein gemeldet hatten
und deren Ansprüche wir natürlich sorgfältig prüfen, bevor wir sie einklagen, entweder mit Hilfe einer Rechtsschutzversicherung oder mit Hilfe eines Prozessfinanzierers, risikolos und kostenlos ihre Schadenersatzansprüche geltend machen können.